Das heißt also, dass die Schwachen, die sowieso nicht viel haben, ne, dass die weiter noch die Willkür von Gerichten, Sozialamt, Jobcenter aushalten müssen. Die sich einfach eiskalt für ihre Drogensucht und natürlich für alle anderen Annehmlichkeiten an diese Schwachen gereichert. Also ich hätte Bertsch und Henning und vor allen Dingen auch die Chefin und alles und so, ne? Das wird alles gleich aufgeteilt, weil beim Sozialgericht und Verwaltungsgericht, ne? Und Vormundschaftsgericht und alles andere kommt man ja nicht so an. Ne? Das machen die anderen natürlich vor Ort, ne? Und Staatsanwaltschaft und so, das wird dann nur bei der gereicht, ne? Der kleine Posten. Also man bereichert sich eiskalt und ich hätte mich einigen können, ich wäre durchgekommen. Ne? Ich hätte bloß Posten Schuldscheine ausschlagen können, weil das haben wir schon gemerkt, dass ich die Wahrheit habe. Ne? Kein Idiot spricht von Milliarden. Die wollen alle nur Millionäre sein. Ne? Milliarden ist schon ein bisschen sehr heftig. Die haben uns ja auch ein bisschen anders ausgedrückt. Sie kamen ja immer nicht mit uns mit. Wenn wir reden. Sowieso nicht. So, viele haben einfach nicht nachgefragt, ne, weil es sollte nicht auffallen, dass sie dumm sind. Ne? Dass sie mit den Worten gar nichts anfangen können. Dann haben sie lieber gar nicht nachgefragt, weil es ja peinlich wenn man dann nachfragt. Möchte ich auch allen anderen sagen, ich frage viel nach, weil ich was nicht weiß, weil ich verstehen möchte. Nicht, weil ich mich wichtig fühlen möchte. Also ich verstehe nicht alles. Ja, und die Krönung ist die Debus oder Debus. Da haben wir gerade wieder drüber nachgedacht. Sie hatte noch ein unvollständiges Aktenzeichen aufgeschrieben. Also damit man es gar nicht wiederfindet, die Akte. Damit man einfach die Akte niemals wiederfindet. So, und was jetzt wieder passiert ist, möchte noch mal erinnern, am 13. Ne? Haben wir denn diesen Notfall geschildert und abgegeben beim Sozialgericht, das wurde hier quittiert. Ne? Das muss man ja anerkennen, dass die quittiert wurde. Ne? Und man hat auch nur einmal entgegengenommen, weil wir hatten kein Geld. Ne? Wir hätten da nicht ablichten können und gar nichts. Ne? Und unser Ding hier, das ist, ich staune sowieso, dass die Patronen gemacht haben. Im November, es war einfach schon zu kalt. Wir müssen doch nicht in der Wohnung bei 5 Grad oder wie viel im Wetter war, ne? Unsere Geräte benutzen, damit sie total kaputt sind. Das muss ich ja nicht riskieren. Und dann sagt man schon mehr, wird das trotzdem angenommen. Auch das ist doch wieder ein Unding, dass man das schon in zweifache Ausführung dahin schicken muss. Ne? Man weiß genau, dass die kein Geld haben. Ne? Das weiß man ganz genau. Ne? Das ist ein Aufwand. Und Ablichten ist immer noch so teuer überall. Ne? So mehr. Und wir hatten ja gar nichts mehr. Wir haben uns ja total überfahren. Damit haben wir doch gar nicht rechnen müssen. Ja, bis Ende November, bis 13. November sollten wir Geld kriegen. Das hatten wir schon. Ne? So, was man jetzt wieder durchzieht mit unserem Befehlungsamt, war zu Hause. Dann habe ich neben Schaden. Ja, einfach Schaden. Ja, Entschuldigung. So. Und diese Debus, die zickte total um. Die hatte totale Wut in ihrem dummen herrlichen Kopf. Ne? Total tätowiert, totale Dürre, ne? Alles total vorbei. Der Körper von der Heroin total ausgezehrt, ne? Mann, Mann, Mann. So, und was da um uns passiert ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wurden wir überzeugt. Auf jeden Fall haben wir uns vorgestoßen, dass wir unser Ding zerrissen haben. Vor gut. Naja, die haben schon Druck gemacht und rumgeschrien, das Polofie, ne? Das muss man sich mal überlegen. So, ein Zeug ist doch, das ist doch an der kleine Penner, ne? Der lief dann mit dem blauen Hemd rum und sagt so, als wenn es nur ein Ablichtgerät gibt überall. Und dann mussten sie auch rüber gehen, dass wir im Saal drüber oder so, oder auch im Büro, dann mussten sie mit den Stühle hin und her rücken, ne? Und die Stühle auf den Boden schmeißen und so, ne? Nur für uns, nur zeigen, alles läuft, alles ist gut. Also, es ist wirklich unglaublich, was man uns da einfach zu sehen. Wirklich absolut unglaublich.